Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir. Ich bin Anja und ich nehme dich heute wieder mit und wir machen ein kleines Weihnachtsgärtchen mit ein bisschen Strukturpaste im Hintergrund und hübsch geprägten Baumscheiben. Und wenn du Lust drauf hast, dann lass uns zusammen loslegen. Was ich verwende, findest du wie immer in der Infobox. Schau da also gerne vorbei, falls dich das interessiert. Und dann legen wir mal los mit unserer Strukturpaste. Und ich habe mir hier eine Schablone rausgesucht. Die ist aus viereckigem Muster und das ist die grobe Strukturpaste. Die feine funktioniert aber natürlich auch. Und wenn du mit Strukturpaste arbeitest, dann kannst du dir dazu einen Spachtel nehmen. Dann geht das Ganze relativ einfach. Und ich würde dir immer empfehlen, dein Papier und die Schablone ein bisschen miteinander zu fixieren. Dazu kannst du dir ein bisschen Washi-Tape oder anderes Klebeband nehmen und einfach von der Rückseite dein Papier auf die Schablone fixieren. Ich habe hier meinen Aufleger schon zugeschnitten. Wäre es aber auch gut gewesen, ich hätte das Ganze gerade aufgeklebt. Also nochmal. So. Ich habe meinen Aufleger schon zugeschnitten. Du kannst ihn natürlich auch später zuschneiden. Du musst nur schauen, wenn du durch die Strukturpaste schneidest, dass du das vielleicht nicht unbedingt mit einem Schneidebrettchen machst, sondern lieber mit einem Skalpell. Und bei der Strukturpaste auch ganz wichtig, die muss immer gut verschlossen sein, damit sie nicht austrocknet. Und wenn du damit arbeitest, dann auch danach so schnell wie möglich deine Schablone und dein Spachtelmesser wieder sauber machen, damit auch da nichts antrocknet. Ich nehme mir hier also ein bisschen was aus der Dose raus und mache den Deckel hier gleich wieder drauf. So schnell muss es natürlich nicht gehen, aber so bin ich auf der sicheren Seite. Und das ist jetzt ziemlich viel Strukturpaste für das Stück, was ich machen möchte. Ich will nämlich gar nicht die komplette Vorderseite bespachteln, sondern nur einen Teil davon. Und wenn du mit einem Spachtelmesser arbeitest, dann einfach flach auflegen und die Strukturpaste ganz sanft hier drüber drücken. Und dann kannst du sie schon fast abkratzen. Und du siehst, ich habe jetzt nicht den ganzen Hintergrund gemacht, sondern wirklich nur so ein bisschen, um was Interessantes in den Hintergrund zu packen. Jetzt ziehe ich das ab. Und dann siehst du, habe ich hier eine richtig spannende Textur auf meinem Aufleger. Ich wasche das jetzt hier ganz schnell ab. Das packe ich zur Seite. Das kann schon mal anfangen zu trocknen. Jetzt möchte ich mir noch so eine schöne Baumscheibe machen und ich brauche nicht so viele, sondern mir reicht eigentlich eine und ich hätte gern die hier unten. Und da ich ja nur die eine will, schneide ich mir jetzt auch einfach ein Stückchen Papier zurecht, so wie ich es brauche. Bevor ich das Ganze aber durch die Stanzform schiebe, schnappe ich mir hier ein bisschen Savanne und ein Fingerschwämmchen. Und gebe meiner Baumscheibe ein bisschen Farbe mit. Dann kann das Ganze nämlich gleich auch noch mit eingefärbt werden. Und einmal durch meine Stanz- und Prägemaschine kurbeln. Und nach dem Durchkurbeln kann man, glaube ich, ganz gut sehen, dass meine Baumscheibe jetzt nicht nur gestanzt und geprägt ist, sondern auch diese kleinen Jahresringe eingefärbt sind. Ich finde das ganz charmant. Das darf man zur Seite. Wichtig natürlich, die Prägeform auf jeden Fall danach wieder gut sauber machen. Dann schnappe ich mir hier mein Schmierpapier noch ein bisschen und gebe der Rinde noch ein bisschen Hickelnussbraun dazu. Das heißt, ich gehe hier einfach nur ein Fingerschwämmchen oder mit einem Blenderbrush über den Rand. Und dann habe ich eine Baumscheibe mit einem richtig schicken, hellen Holz. Und dann möchte ich mir unbedingt noch so einen schönen Weihnachtsstern stempeln.
und den werde ich mir in einer Mischung aus Blütenrosa und Blutorange stempeln. Ich habe ihn mir hier schon auf einen Stempelblock gezogen. Und ich gehe zuerst in Blütenrosa. Und dann nehme ich mir ein sauberes Fingerschwämmchen und nehme mir mit Blutorange und setze mir das hier nur auf die Ränder, sodass ich so einen schönen zweifarbigen Weihnachtsstern bekomme. Und in die Mitte lasse ich das einfach ein bisschen auslaufen. Ich stempel mir das hier auf ein extra Stück weißen Farbkarton. Und ich denke, ich werde mir noch eine zweite und vielleicht dritte machen. Ich mache das zwischendurch sauber, einfach damit ich hier wieder ein schönes, helles Blütenrosa bekomme. Und dann kann ich wieder die Ränder mit ein bisschen Blutorange betupfen. Und das kann ich jetzt in unterschiedlichen Intensitäten machen. Das heißt, das eine kann ein bisschen rosaner sein, die andere ein bisschen roter. Und als Grüntöne habe ich mir Wilder Weizen und Waldmoos rausgesucht. Und damit werde ich mir jetzt auch noch ein bisschen grün stempeln. Ich habe hier diese zwei Zweige. Und da werde ich es so machen, dass ich die mir einmal abstempel und dann den zweiten Stempelabdruck nehme und die Farbe einfach mit dem Fingerschwämmchen ein bisschen intensiviere. In dem Set Jahresringe ist ja auch ein frohes Fest drin. Also dieses Set passt einfach zum kompletten Jahr. Und das habe ich mir hier auch schon auf einen Stempelblock gezogen und kann mir das in einer Farbe, die ich schon verwendet habe. Ich nehme jetzt hier Wilder Weizen. Auch einmal abstempeln. Und dann ist in dem Stanzenset von den Jahresringen ja auch noch so ein bisschen grün dabei. Das werde ich mir jetzt ausstanzen und meine Blümchen und Blätter ausschneiden und dann, glaube ich, können wir schon zusammensetzen. Beim Ausstanzen von so kleinen Motiven schaue ich immer als allererstes in meine Restekiste, ob ich da nicht noch ein bisschen Papier habe, das ich verwenden kann. Und meistens werde ich da fündig. Deswegen auch dieser kleine Tipp für dich. Bevor du ein neues Papier anfängst, schau doch mal, was deine Restekiste noch so hergibt. Ich bin mir sicher, da gibt's noch so einige Papierstückchen, die für ein paar Stanzteile ausreichen. Nach dem Schnibbeln und Stanzen gebe ich meinen kleinen Stanzformen noch ein bisschen Farbe mit. Ich habe ja hier noch ein bisschen Rest vom Wilder Weizen auf meinem Fingerschwämmchen. Und da kann ich hier einfach den Blättern noch so einen ganz kleinen Farbtupfer mitgeben. Gar nicht so viel, nur ein bisschen, um die Farbe anzudeuten. Und ihr seht, da ist noch so viel Farbe in den Fingerschwämmchen drin. Da kann ich meine Blätter hier alle einfärben. Dann habe ich hier schon meine Grundkarte vorgeschnitten und gefalzt. Da habe ich mich auch für Wilder Weizen entschieden. Da kann dann mein Aufleger drauf. Das hier ist jetzt richtig schön trocken und das hat so eine richtig, ja, schöne Struktur jetzt bekommen. Und du siehst, ich habe den Aufleger ungefähr einen halben Zentimeter kleiner geschnitten, sodass ich so einen ganz feinen Rand noch habe. Und jetzt kann ich hier alles arrangieren. Ich habe hier auch ein bisschen Garn. Das ist ja sehr, sehr grob. Mir in den meisten Fällen tatsächlich ein bisschen zu grob. Das macht aber überhaupt gar nichts. Das kann man super leicht aufdröseln. Und dann kann man da einfach einen dünneren Strang von verwenden.
Und jetzt sieht mein Kärtchen natürlich so schon richtig schön aus. Also mir gefällt es, weil es gibt viel zu entdecken. Ich dachte mir aber, ich setze noch ein paar Akzente auf meine kleinen Weihnachtssterne. Das könnte ich jetzt mit Glitzersteinen machen. Das war eigentlich auch die erste Idee. Aber dann dachte ich, nee, ich habe ja auch noch diese tollen Emaille-Effekte. Und damit kann ich mir ja unterschiedlich große kleine Blütenstempel machen. Und wenn die gesetzt sind, einfach ein bisschen von hinten mal kurz dagegen schlagen, damit sich die kleinen Hügel ein bisschen runterziehen. Wenn ich diese Akzente nehme, dann lege ich die Karte normalerweise über Nacht erstmal beiseite, bevor ich damit irgendwas weiteres mache. Deswegen ist das für mich einfach so der letzte Schritt. Und ich würde sagen, damit ist dieses kleine Kärtchen auch fertig und kann bald zum Fest liebe Grüße senden. Ich hoffe, dir hat die Idee gefallen und du lässt einen Daumen nach oben da. Ich freue mich auch riesig über einen Kommentar und ein Abo von dir. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüssi!